Shanghai Control Lufthansa 728. Survivor 728, maintain 1,300 meters, radar contact. Roger, thank you. So, so einfach. Kann Guang Guang Roger, Guang Guang. Cushion Air China 1835, descend to 8,900 meters. Ja, also, der hat uns gerade identifiziert auf seinem Radarbildschirm. Wir sollen erstmal auf 11.300 Metern bleiben. Das entspricht einer Höhe von 37.100 Fuß. Ja, in China wird nach Metern in Höhe geflogen und nicht nach Fuß. Deswegen eben diese 37.100. Das ist halt, wenn man 11.300 Meter in Fuß umrechnet. Ja, und wir sind jetzt hier im Luftraum von Shanghai Radar bereits. Ja, und wie man sieht, hier ist auch einiges los, ne? Hier sind sehr viele rote Flugzeugsymbole. Und ja, hier, wo sich das so knubbelt, das ist dann eben Shanghai, unser Ziel-Airport. Und ja, wir kommen mit einigen anderen auch dann dort an, ne? Die meisten fliegen jetzt gerade von Peking hier oben runter nach Shanghai. Wir kommen hier so ein bisschen von der Seite angeflogen. Hier hinten sind auch sehr viele unterwegs, die meisten, glaube ich, von Shanghai nach Guangzhou hier runter. Ein paar kommen auch in eine andere Richtung, nach oben Richtung Shanghai. Na, auf jeden Fall, wir werden dann schon mit einigen zusammen gleich im Anflug sein. Ja, darauf freue ich mich auch schon sehr, weil, ja, je mehr, desto besser. Damit hier richtig Action auch ist. Meistens bin ich ja doch dann eher alleine oder mit einigen wenigen anderen nur im Anflug. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das hier in China so läuft. Ich habe schon mal ATC gehabt in China, aber da war ich dann meistens auch eher alleine unterwegs und ja, jetzt ist das hier das erste große Event, an dem ich halt teilnehme in China und da bin ich mal gespannt, was mich da erwartet, was uns da erwartet und ja. Aber bis jetzt, gut, ich verstehe kein Chinesisch, eigentlich kann ich nicht beurteilen, wie es gerade so läuft, aber wenn ich das auf dem EFB hier sehe, sieht das doch alles noch sehr geordnet aus. Ja, jetzt schauen wir mal ins FMC, wie weit wir es noch haben und wie lang das noch dauert. Also, wir haben ja noch 312 Meilen insgesamt zu fliegen. Und um 13:49 Zulu, also um 15:49 deutscher Zeit, kommen wir dann in Shanghai an. Und bis wir unseren Sinkflug starten, ja, noch 162 Meilen, das wäre dann um 13:24 Zulu, also 15:24 deutsche Zeit. Kann sein, dass wir natürlich auch ein bisschen früher sinken müssen, je nachdem, wie die Verkehrssituation sich hier so entwickelt. Aber sollte sich da nichts ändern, dann eben, ja, so wie es gerade halt. Ja, da können wir ja schon mal ein paar Sachen vorbereiten. Also ich habe eben schon mal die ATIS gecheckt für Shanghai. Momentan sind die Runways, ja, 17 Right und 16 Left for Landing. Das passt mir auch ganz gut, denn ich hatte sowieso die 17 Right schon von vornherein eingeplant. Das ist also, das war von der Wettervorhersage sowieso schon vorhergesagt. Das hat also alles hingehauen. Ja, und dann drehe ich jetzt mal als erstes hier den Q&H ein. 1014. Dann, also preselecte ich das schon mal, dann haben wir das gleich direkt parat. Ja, und dann erwarte ich eigentlich einen Standard-ILS-Anflug. Ich werde auch heute keinen Non-Precision Approach fliegen oder requesten, sondern ich werde das fliegen, was er mir sagt. Ich gehe ganz stark davon aus, es wird ILS sein. Wenn nicht, können wir natürlich auch andere Anflugarten akzeptieren, aber bei so einem Event möchte ich dann einfach High Traffic genießen und da ist dann die Anflugart nebensächlich. Aber natürlich werde ich dann die nächsten Flüge, immer wenn ich Zeit habe und ja, mehr oder weniger vielleicht allein im Luftraum weiterhin vermehrt Non-Precision Approaches machen. Gut, dann
Schauen wir uns das Wetter an in Shanghai. Das letzte Meter von 13 Zoll, also 15 Uhr deutsche Zeit, also aktuell. Gut, da sagt er jetzt QNH 1013 und Wind aus 150 degrees mit 2 Knots. Ja. Die Wettervorhersage ist auch soweit eigentlich ganz entspannt. Gut, dann ändere ich das hier mal auf 1013. Achso, und dann können wir eigentlich auch direkt schon die Minimums eindrehen fürs ILS. Momentan steht Kavok im Meter. Die Sichtweite kann aber später mal ein bisschen runtergehen. Aber wir haben auf jeden Fall keine 1-Bedingungen. Also drehe ich ein, Decision Altitude 210 Fuß heute. Gut, dann haben wir das auch. Ja, dann fehlt ja eigentlich nur noch die Landing Performance. Das mache ich jetzt schon mal, vielleicht mache ich es auch später nochmal während des Anfluges, aber ja, so oft fliege ich nicht nach Shanghai und dann heute lieber ein bisschen zu früh als zu spät. So, dann gehe ich mal hier in die Bodenansicht. Lufthansa 728, say again. Lufthansa 728, direct Eastbay. Okay, Eastbay oder irgendwie sowas. Ah, hier, Eastbay. Descent 1835, descent to 6300 meters. Descent 6300, John, 193. Okay. Ja, wir haben gerade vom ATC schon eine Abkürzung bekommen. Direkt zum Wegpunkt. Und ja, da drehen wir jetzt gerade hin. Aber ja, das FMC zeigt immer noch dieselbe Ankunftszeit an. Also vielleicht gibt uns das jetzt hier 30 Sekunden Zeitersparnis. Aber ja. Das hat jetzt hier keinen zeitlichen Vorteil, das ist höchstens für den ATC, also für den Fluglotsen interessant, der vielleicht zur Staffelung uns auf einer anderen Position braucht. Gut, wir fliegen auf jeden Fall direkt nach Eastbay. Und ja, dann schaue ich mir mal hier die Bodenansicht an. Wie man sieht, hier sind auch ziemlich viele Flugzeuge gerade am Flughafen. Und der Flughafen hat vier Start- und Landebahnen. Und ja, die äußeren werden eher zur Landung benutzt, während die inneren eher zum Starten benutzt werden. Und deswegen, also ich habe die 17 Right geplant. Das ist die, wo wir die kürzeste Flugzeit haben. Ansonsten könnte es natürlich auch die 16 Left werden. Grundsätzlich können es alle Landebahnen natürlich auch werden, wenn das unbedingt sein muss, ist noch alles auch vorbereitet. Aber ich plane jetzt hauptsächlich erstmal mit der 17 Right. Ja, und dann müssen wir mal schauen, das ist die kürzeste aller Pisten. Die hat 3400 Meter Länge. Und ja, wir sind auch heute ziemlich schwer, deswegen würde ich sagen, ich mache den Anflug auf jeden Fall mal mit Flaps 30 heute. Und dann würde ich gerne so runterbremsen, dass ich hier einen der Highspeed-Abrollwege nehmen kann. Am besten fände ich persönlich den Taxiway, Highspeed Taxiway Delta 2, weil dann können wir von Delta 2 direkt abbiegen auf Papa 2 und hier die Runway 17 Left crossen und sind dann direkt hier am Terminal. Da gibt es auch ganz viele Heavy Gates. Und ja, dann haben wir hier, stehen uns hier alle Möglichkeiten offen, wo wir parken könnten. Ansonsten können wir natürlich auch, wenn wir den verpassen, den nächsten Highspeed-Abrollweg nehmen, dann ist das eben so. Ja, auf jeden Fall einen dieser Abrollwege. Gut, dann schaue ich mal gerade, ob ich hier noch irgendwas finde, wo Lufthansa parkt.
Ah ja, hier. Traffic 777 Wind. Service Wind Count, QH1, runway 07, clear for takeoff. Ah, runway 27, clear for takeoff. China, Southern 7777.东方五六四两下六千三，下六千三，东方五六四两。上海晚上好，东方六拐拐六千保持，应答机6343 H 回来。东方六拐拐上幺幺洞，雷达看到了。这是上幺幺洞吗？正确，上幺幺洞。继续上幺幺洞，东方六拐拐。光1866上海，上海光1866起降。光1866证实你刚刚是偏航了吗？ Gut, also die Gates bzw. Parkpositionen 55 bis 91 können wir alle nehmen, da ist überall die Lufthansa hinterlegt. Ja, und schau mal, wo das hier wäre. Ah, okay, das ist gar nicht an diesem Hauptterminal, das wäre hier oben rechts in der Ecke. Ja gut, dann wäre natürlich vielleicht eine Landung auf der Runway 16 Left auch nicht verkehrt, aber das ja, lasse ich vom ATC bestimmen oder mir zuweisen und ja, dann kann man ja immer noch dahin rollen. Ich plane auf jeden Fall jetzt erstmal mit der Runway 17 Right. Ja, da können wir die Landing Performance eigentlich auch schon mal berechnen.东方5181，你再进上程序点前大概30海里，附近就会联系上海了。1866下6003，下6003，国航1866。顺风186栋下6003。上海晚上好，黄黄93栋四保持高速幺洞拐，您怎么了？黄九三栋四飞木老五，保持幺洞拐。飞木老五保持幺洞拐，黄黄九三栋四。向上升777777。Radar contact, climb and maintain 12,200 meters. Gut, dann ist die Landing Performance auch berechnet. Ja, super. Dann ist schon mal das Wichtigste vorbereitet. Check in for 10,777. 10,777, radar contact, climb and maintain 12,200 meters, on standard. 12,000 meters, 10,777.超越动之后，上九两雷达看到了。上九两。光东拐三下六千九。下六千九，东拐三。
Tja, wie weit haben wir es jetzt noch zum Top of Descent? 51 Meilen, also gleich geht es dann in den Descent. 13:23 Zulu, 15:23 deutsche Zeit. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Ich schaue jetzt hier nochmal auf den EFB. Ja, also hier bewegt sich ja schon einiges an Traffic auf Shanghai zu. Ja, also ich habe schon, ja, ich bin schon ziemlich gespannt, wie das wohl sein wird, wie die Chinesen so drauf sind, dass, ja, da bin ich jetzt echt gleich mal gespannt, was uns da erwartet. Aber das sieht schon ziemlich geil aus hier gerade auf dem EFB. 128.35, Cathay. The ones are 728, descend to 7,500 meters. Lufthansa 728, descending 7,500 meters. Okay, wir sollen jetzt schon auf 7,500 Meter sinken, das müssen wir mal schnell in Fuß umrechnen. Also ich habe hier so eine Tabelle, ich rechne das jetzt nicht wirklich um. 24.600 Fuß. 3112, gut, dann mache ich noch schnell die Anschnellzeichen an und dann drücke ich auf Descent. Ja, und dann geht es hier schon ein bisschen früher runter als geplant. Aber ja, so ist das eben, gerade bei einem hohen Verkehrsaufkommen, wie es jetzt hier gerade der Fall ist, ne? Da kann man nicht immer erwarten, das optimale Profil zu fliegen, sondern da geht es eben manchmal auch ein bisschen früher runter. Ja, wie man hört, auf der Frequenz wird auch fast ausschließlich nur Chinesisch gesprochen. Ich glaube, ich bin hier gerade der Einzige, mit dem Englisch gesprochen wird. Das werden ja viele von euch bestimmt auch schon wissen, dass die, ja, dass es nicht nur eine zulässige, ja, wie sagt man, Weltsprache gibt für den Flugverkehr oder von der ICAO zugelassene Sprachen für den Flugverkehr. Also nicht nur Englisch, sondern eben auch noch andere Sprachen. Und das ist ja unter anderem auch Spanisch. Das hat man ja auch letztens gemerkt, als ich nach Caracas geflogen bin. Da haben die ja auch schon Spanisch gesprochen untereinander. Ja, und Chinesisch gehört auch zu diesen Sprachen. Das heißt, wenn ich jetzt Chinesisch könnte, könnte ich den Funk auch über Chinesisch machen. Das wäre dann auch nicht falsch, sondern das ist halt, wie gesagt, eine zulässige Sprache. Und da ich das aber natürlich nicht spreche, bin ich dann hier gerade der Einzige, der in Englisch kommunizieren muss. Der Fluglotse kann eigentlich immer beides, also seine Heimatsprache oder Muttersprache und halt dann noch Englisch für diejenigen, die das halt nicht verstehen. Und ja, ist mal was anderes, ist mal ein bisschen Abwechslung, auch wenn es jetzt nichts Weltbewegendes ist und hat aber auch ein bisschen Nachteile, weil man dann natürlich, wenn man versucht auch als Pilot so ein bisschen mitzudenken und zu überlegen, wo sind die anderen Flugzeuge, was machen die wohl gerade, was für Anweisungen haben die bekommen, dann ist das natürlich gerade jetzt bei so einer Sprache wie Chinesisch, die mit dem Deutschen oder Englischen überhaupt nichts zu tun hat, sehr schwierig da irgendwas herauszufinden. Aber ja, so ist das eben, kann man nichts machen und ja, ich verlasse mich da jetzt erstmal auf die Fluglotsen. Man muss schon auch ein bisschen Vertrauen in die haben, auch wenn das dann ein anderes Land ist, andere Kultur. Da darf man nicht sofort misstrauisch werden, sondern man muss einfach erstmal hinnehmen, was die sagen.
und halt einfach mitdenken. Ja, also wenn der mich jetzt nicht hier gegen irgendeinen Berg fliegen lässt, und das ist schon so ziemlich offensichtlich, dass ich dann halt gegen den Berg fliegen würde, dann, solange das nicht passiert, ist hier alles im grünen Bereich. 南方 234 上海。 Ja. 东方9943上海幺两东三再见。联系舰机幺两东三，感谢指挥，再见，东方9943。 幺八四拐下三千九，下三千九，国航幺八四拐，东方5881下拐五。 东方六八五六两八下6300，下6300，东方5628，南方2345下6900，请回下。 Drehen wir hier noch ein paar VOAs als Backup ein gerade. Proceed to November Lima Golf, China Southern 7777. Shanghai, 你好，南方三幺拐洞高速幺洞拐，南京山洞是邀请您指挥。南方三幺拐洞雷达看到了，保持幺洞拐。保持幺洞拐，南方三幺拐洞。上海区幺七三幺洞两两幺六幺，保持屏指挥。幺洞两，保持幺洞幺。 Descending 6200 meters, Lufthansa 728. Okay, wir dürfen ein bisschen weiter sinken. 6200 Meter. Das sind. Oder 6300. Meter. Das ist das, was er wollte. 20.700 Fuß. Ja, hier auf dem Ticker sieht man auch schon zwei andere Flugzeugsymbole, die sich von links nähern. Die sind ein bisschen unter mir. Einer ist 1000 Fuß oder 1200 Fuß unter mir, der andere 2100 Fuß. Also da müssen wir langsam auch ein bisschen drauf achten. Ja, dass die uns nicht zu nahe kommen, aber eigentlich ist das ja erstmal Aufgabe des Lotsen. Confirm 6000 Meters, Lufthansa 728. Affirmative, expediting. Expediting 6000 Lufthansa 728. Okay, dann sinken wir auf 6000 Fuß, das entspricht 19.700. Und dann sollen wir ein bisschen beschleunigen, hat er gesagt, den Sinkflug, dann machen wir das. Gut, ich fahre mal kurz die Speedbrakes aus. Ich weiß jetzt nicht, wie dringend das ist, dass wir hier schneller sinken sollen, aber wir tun dem jetzt einfach mal den Gefallen. Ja, und man sieht, die Sinkrate ist dann schon direkt hochgegangen, nachdem ich die Speedbrakes ausgefahren habe. Dann
东方5881表速26东。东方5628进近12东3再见。上进近12东3，东方5628再见。Ja, wir sollen nun dann Sinkflug wahrscheinlich deswegen... 128 Decimal 2, Lufthansa 728, ciao. 广东拐山下6300。下6300，广东拐山。广东拐山下6300。Was hat der gesagt? 128 Decimal 2, das habe ich schon gar nicht. 6300, Guang Dong Guai Zhan. Da muss ich aber jetzt ganz schnell mal schauen. Ich habe nur 120 Decimal 3. Aber nicht 128 Decimal 2. Okay, ich versuche mal mit 120 Decimal 3. 上海要东三再见。光拐89幺拐右航向到，光256右转航向14东，保持12K，建议跑到1拐右盲降，航向到解惑堡。Shanghai approach, good evening, Lufthansa 728 info Sierra 6300 meters, descending 6000 meters。晚上五六先复苏。幺seven two A via Southern A one Alpha correction radar vector for arrival. I also push runway 17 right. Now turn right heading 130. Right heading 120 and vectors for ILS 17 right. Lufthansa 728. Gut, ab sofort kriegen wir dann Radar Vectors, das heißt, wir fliegen jetzt hier keine Anflugroute mehr offiziell oder irgendwelche anderen Wegpunkte ab, sondern wir werden jetzt vom Fluglotsen über Steuerkurse zum Flughafen hingeführt und dürfen dann oder sollen dann die Piste 17 right, also 17 rechts, erwarten. Und das ist auch das, was ich geplant hatte, also das passt wunderbar. 169航，那我接后报，上行932东。上海进行国航纵拐三，保持63停止归。TRS-A51 Shanghai Parade identify via procedure climb maintain 6000 meters on standard. 航班 maintain 6000Air China 1A 35 radar vector, maintain heading 350. Heading 350. Shanghai 进近国航纵拐三，保持63，请指挥。国航256右转航向2东东。黑麻将静静跑到1拐右航向报。好的，谢谢。上机国航6658当前9拐保持。哎，静静，这送片是哪样？是多少？是国航256，我好像跑到。国航256右转航向2东东，可以下12K，可以建立跑到1拐右盲降航向到截获堡。Gut, ich mach mal gerade hier die Sendchecklist, bis der uns hier weitere Anweisungen gibt. Hier oben links blinkt es übrigens am Himmel. Das ist ein anderes Flugzeug, was hier auch im Luftraum gerade unterwegs ist. Okay, descent recall checked, notes checked, autoplay screen, landing data ist alles set, approach briefing completed.
下行进上行的932-16-4方向截获。顺风186-0雷达引导左转航向09-0，落地跑道16-0。说雷达引导左转正09-0186-0，186-0向跑道是多少？东方564-2左转航向35-0。Ja, das Flugzeugsymbol blinkt hier oben, wie man sieht. Da sieht man auf jeden Fall seine Lichter und auf dem Ticker sieht man den auch. Ja, also da blinkt er und auf dem Ticker sieht man ihn auch hier 1000 Fuß über uns und ganz leicht vor uns links. Right, 090 down to 900 meters, Airchannel 1834. Ja, wie man sieht, hier ist ziemlich viel Verkehr um den Flughafen drumherum, also hier ist schon einiges los. Der Approach-Lotse scheint hier auch alles alleine machen zu müssen. Der hat jetzt nicht noch irgendwie jemand, also nicht noch einen zweiten Approach-Lotsen, dem irgendwie gerade hilft, so wie es aussieht. Das heißt, der ist natürlich auch ordentlich gestresst. Und da müssen wir schon gut hinhören, dass wir hier keine Anweisung jetzt verpassen. Ja, eigentlich müssten wir auch schon längst weiter sinken. Wir sind ein bisschen zu hoch gerade. Aber vielleicht ist das ja auch sein Plan, dass wir, erst, dass wir heute ein bisschen höher bleiben. Gut, ich werde die Landing Performance nochmal updaten. Ja, das können wir uns lassen. So. So, das vor uns das Flugzeug ist jetzt gesunken. Eben war er 1000 Fuß über uns, jetzt ist er schon 2000 Fuß unter uns. Ich hoffe, der lässt uns dann auch gleich mal hier weiter sinken, weil wir sind jetzt schon doch recht hoch über unserem eigentlichen Profil. Ich weiß jetzt nicht so ganz, wie der uns hier gleich zum Flughafen führen will. Stand at 17H, descend 7 and 5,000 meters.
Descending 5100 meters, Lufthansa 728. Okay, wir dürfen auf 5100 Meter runtersinken, das entspricht 16.700 Fuß. Gut, dann auf geht's. Ja, ich habe schon mal die Geschwindigkeit ein bisschen zurückgenommen auf 250, obwohl wir noch recht hoch sind. Aber wir sind gerade nur noch in einer Entfernung von 29 Meilen zum Flughafen und es macht keinen Sinn mehr weiterhin so schnell zu fliegen, wenn man trotzdem durch die große Höhe auch noch eine hohe Ground Speed. Und ich wollte hier einfach schon mal so ein bisschen Energie rausnehmen. Dann müssen wir das später nicht noch machen und können jetzt hier den auch viel entspannter durchführen, obwohl wir ja sowieso schon zu hoch sind. Left heading 170 kilobytes approach over 7 right and maintenance speed 300 knots of greater. 173 kilobytes, 17 right, 200 knots of greater, China 1835. Okay, also für mich sieht das gerade so aus, als wenn der alle Flugzeuge einmal über den Flughafen drüber hinwegfliegen lässt, raus aufs Meer und dann dreht er sie halt in so eine Schleife wieder von Norden zum Flughafen rein. Auf jeden Fall sind wir hier gerade, also vor uns sind 1, 2, 3 andere, hinter uns auch nochmal 2 mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Ich habe jetzt mal nur hier die blauen Symbole gezählt, die in der unmittelbaren Nähe sind, aber ja, da kommen ja auch immer wieder welche nach. Ja, wir sind jetzt 10 Miles inbound Papa Uniform Delta VUR, das ist das Pudong VUR, das steht direkt am Platz, das heißt noch 10 Meilen, dann überfliegen wir den Platz. Mal werde ich gleich mal schauen, ob man da in der Außenansicht was sehen kann. Ja, auf jeden Fall wird sich der Anflug noch einen Moment rauszögern, weil so, wie gesagt, wie es aussieht, fliegen wir über den Platz raus aufs Meer, um dann halt weiter zu sinken und dann in so einer Schleife wieder von Norden reingedreht zu haben. Ja, dann danke an den Funashima fürs Folgen. Ja, freut mich sehr. Ja,
Ja, also zwei andere fliegen auch hier übers Meer an, einer fliegt hier über das Land an. Naja, bin ich mal gespannt, wie das hier jetzt gleich weitergeht. Ja, da unten sieht man den Flughafen, genau unter uns. Ich hoffe, man kann das im Stream auch einigermaßen gut erkennen. Ja. Und wir werden wahrscheinlich hier auf diese erste Piste, die man hier sieht, die etwas kürzer ist als die anderen, da werden wir gleich drauf anfliegen.东方168下15东方568下1534我减去2栋的下18 Okay, die Flugzeuge hier sind alle noch recht hoch. Also auch die, die schon sehr nah am Flughafen drin sind, das wundert mich jetzt gerade. Ich bin noch nicht so ganz verstanden, was er jetzt, was eigentlich seine Strategie ist, wie er mich jetzt hier zur Landebahn führen möchte. Naja, warten wir es ab. Lufthansa 728, any further instructions for us? Okay, ich habe keine Ahnung, warum die jetzt alle so gelacht haben auf der Frequenz. Ich habe ganz normal gefragt, ob ich noch irgendwelche Anweisungen habe. Turn left heading 360, Lufthansa 728. Warum die jetzt alle gelacht haben, verstehe ich nicht. Weil ich habe hier die ganze Zeit zugehört und da habe ich mich gerufen. Also ich denke nicht, dass ich jetzt hier irgendeinen Call verpasst habe. Aber wer weiß. Vielleicht ging es auch um was ganz anderes.转南方两拐幺上的六千，转南方两拐幺上海上的六千，上到6000南方的2551，往正拐站联系左转飞航向18栋，往正拐站联系左转航向18栋，左转18栋。Ja gut, wir drehen jetzt ungefähr, ja, oder fast eigentlich schon ziemlich genau in den Downwind. Ja, und fliegen dann hier Richtung Norden, hoffentlich gleich auf die Runway 17. Ja,
新进东方913幺拐右方向到江西了。Also so ganz verstehe ich noch nicht, was er vorhat. Normalerweise würde man jetzt erwarten, aus dem Downwind heraus aufs Final gedreht zu werden, aber die anderen vor uns fliegen dann irgendwie hier oben in diese Ecke und machen dann irgendwie hier nochmal so einen Turn Richtung Stadt zurück. Ich weiß nicht, ob es dann wieder irgendwie zurück zum Flughafen geht. Naja, muss man jetzt einfach mal abwarten und schauen. Ja, wenn hier reingebracht wird. Ja, wir sind auch immer noch recht hoch, 16.700 Fuß, das entspricht 5.100 Meter. Ja, und ich habe schon auf die Minimum Clean Speed reduziert, also so weit reduziert, dass man ja, gerade noch fliegen kann, ohne die Flaps ausfahren zu müssen. Und ja, ich versuche. Oder ich hoffe dadurch, dass wir dann gleich ja, wieder dadurch, also dass dadurch, dass ich die Energie schon rausgenommen habe, wir dann gleich etwas schneller sind. Left heading 330 and descending 1800 meters, QNH 1013, Lufthansa 728. So, 1800 meters. 5928. 连续右转航向两幺洞，东方五六两八。东方幺八六洞，航向两洞。沿着路线吧，这个。上海进近国航幺八六六出飞了。国航幺八六六收到了，航向两幺两。证实干扰了国航幺八六六。保持航向上到幺两。上幺两国航幺八六六。进近东方9943右拐右，航向到江西了。1800 Meter, das klingt zu wenig, ne? Aber umgerechnet sind das immer noch 5900 Meter. Also, ich hätte jetzt gedacht, das wären schon 3000 Fuß oder so. Gut, dann mache ich jetzt schon mal hier die Lichtstunde, die wir schon zu Ende brauchen. Dann sind die alle an. Ja, das Overhead sieht soweit ganz gut aus. Da braucht man eigentlich nichts mehr machen. Descending 900 meters, Lufthansa 728. Okay, wir dürfen auf 900 Meter sinken, das sind dann 3000 Fuß genau. Ja.
不正确，这里幺拐右盲降。上海静静，南方的两五拐幺申请上幺九千八。幺两拐幺联系上海静静，跟着联系上海幺两四点五五，幺两四点五五。联系上海幺两四点五五，南方两五拐幺，国庆快乐。快乐。三五八八幺航向幺八栋。东方五八八幺航向幺八栋。东方五八八幺上海航向幺八栋。接近国王洞拐三，请问跑到幺六左的盲降频率是多少？国王洞拐三，我这没法提供给你，你能目视吗？可以目视的话，直接目视进去跑到幺六左吗？可以目视跑到幺六左。国王洞拐三，联系跑到幺八点八就行。幺八点八再见。东方五八八，上海静静。五八八，联系左转，跟着联系右转，在航向两三栋，刚叫你三遍了。下到幺两是海压幺洞幺三，幺两三九五上到六千保持，上六千英尺保持，我好像是九五，刚刚拐幺三到三十七上到六千保持，上六千保持，东方拐幺三，三五六四两航向英三六。六这样子吗？没听清。上三六栋。三六到五六这样。Ja, also der Anflug zögert sich sehr weit heute raus. Hier ist extrem viel Verkehr gerade in Shanghai. Ja, und wir haben jetzt, ich muss mal gerade schauen, wie spät es jetzt ist. Wir haben jetzt 13.55 Uhr. Geplant war 13.35 Uhr. Wir haben jetzt 20 Minuten Verspätung gerade schon. Alpha. 上海国航幺八六六，我能左转吗？是哪个？上海是国航哪个站？好，南方三幺拐洞，高速六千三，运达七三栋，幺七一门。南方三幺拐洞，下五千四保持，马上上。南方三幺拐洞正式下多少？下五千四，五千四。下五千四，南方三幺拐洞。光幺八六六，光幺八六六，联系左转航向东四栋。正时光幺八六六。Ja, das sieht schon ziemlich geil aus. Der Verkehr um Shanghai. 左转航向东四栋，光幺八六六。Auf dem EFB. 光五六两八，可以盲降进近跑幺拐右。可以盲降进近跑幺拐右，东方五六两八。Hier diese ganzen Flugzeugsymbole in blau sind alle in unserer unmittelbaren Nähe. 上海进近光三栋拐一台七六三六三上九百。Left heading 300, Lufthansa 728. Negative 200, 200. 200, 200, Lufthansa 728. 今天顺丰186接货盲降到，顺丰186卡牌188再见。Gut, wir drehen nach links auf einen Steuerkurs von 200 Grad. Ja, und das wird uns dann wieder Richtung Flughafen zurückführen. Ja, und dann werden wir hier jetzt hoffentlich in die Anflugsequenz eingereiht. Drei sehe ich jetzt gerade hier schon ganz kurz vorm Flughafen. Einer scheint kurz vorm Eindrehen zu sein. Der zweite ist hier auch im Downwind, der wird bestimmt auch gleich reindrehen. Ja, spannend ist, dass wir uns in der Zeit.
幺八东到六海里，塔台幺八点八东方五六两八。幺六东到六海里。幺六东到六海里，东方五六两八。九八两三四五，好像东九东。上海军舰光山东管，应南机六三六三，保持山东管，上海雷达识别也是一艘六千保持，三六千保持光山东管，幺八六六好像三六东。然后幺八六六好像三六东。Good done, arm ich mal die speed brakes.Brauchen wir jetzt nicht mehr, jetzt sind wir ja schon ziemlich niedrig. Ja, dann mache ich noch schnell diese Approach Checklist. Ja, Approach Checklist, die Altimeters sind checked, also sind, zeigen beide bei dem gleichen Q&H dieselbe Höhe an.Q&H 101 Trees bei beiden eingestellt. Beide zeigen 4400 Fuß an. Das ist also, was es sein soll. Left 150 and cleared ILS runway 17 right, Lufthansa 728. 2395 Shanghai Jiao. Gut, wir drehen links auf 150 Grad und sind dann freigegeben für den ILS-Anflug auf die Piste 17 right. Also die Landebahn, die ich sowieso geplant hatte. 6000米. 6000米国航5881航向35栋哎，航向三五栋，国航幺八六六。总共两三四五，好像幺八栋。好像幺八栋，南方两三四。好，上海晚上好，后航在九三栋四保持高度六千六，听清楚吗？九三栋四，你好，上经济，原绿色八三阿尔法，盲降幺六左。原绿色八三阿尔法，盲降幺六左，后航九三栋四。幺六拐八，再加高度。行，我来收的。国航正拐三，好像三十栋。国航三十栋，国航正拐三。国航三栋三幺下来两次，深海幺栋幺三。下来两次，深海幺栋幺三。国航正拐八，下来两拐，深海幺栋幺三。下来两拐，深海幺栋幺三，机长幺栋拐八。So, wir fliegen bereits gerade auf die Landebahn zu. Man müsste sie auch gleich in Sicht bekommen.2345航向2两跟着2幺洞下到9板。东方
五六四两连续右转，飞航向幺五东。三五六四两连续右转，航向幺五东。幺五东。上上着，保持航向雷达引导，卡到幺百一了，现在四千五。雷达引导保持航向下四千五。上上着，跑到幺百一。你跑到幺百一。南方南，不是南方南方车主保持方向好像经理要拐要盲降经理吧。南方两三四保持方向好像经理要拐要盲降经理吧。保持方向航向，经理幺拐右的盲降，经理方。要能够持续飞到170knoten und die Flaps erstmal kurz auf 10。经理幺拐右的盲降，经理方南方两三四。Flanders 728，看台上海 ，sorry， 看台 Putin Tower 118 decimal 8，good day。118 decimal 8，Lufthansa 728，thanks，ciao。